Hallo Leute, jetzt hat es mich mal erwischt. Kauf dir ein Elektroauto, haben sie gesagt. Dann sparst du Geld, haben sie gesagt. Jetzt ist wohl der Lader in der Sonne hinüber. Gestern wollte ich sie mal wieder aufladen. Ganz normal, dreiphasig mit, was weiß ich, 13 Ampere oder so. Und dann hat es mir im ganzen Haus die Sicherungen rausgehauen, bis in den Garten raus, die Hauptsicherung. Als ich dann wieder eingeschaltet habe, hat es mir den Effi rausgehauen und danach noch eine weitere Sicherung. Ja, ich habe mehrmals probiert mit verschiedenen Stromstärken und immer dasselbe. Dann habe ich hier den anderen Anschluss, den hier versucht. Selbes Ergebnis, auch wieder Hauptsicherung rausgehauen. Dann habe ich es mit dem Energy Kick über 10 Ampere über Schuko versucht. Ebenfalls Sicherung raus, allerdings dann nicht komplett. Und dann habe ich es über das originale Ladegerät mit einem Adapter, den ich gebastelt habe, versucht, mit dem ich mit 13 Ampere laden kann. Oder waren es 12? Ich weiß nicht mehr. Da hat es auch erst den Effi rausgehauen hier im Poolraum. Aber beim zweiten Versuch ging es dann. Und als ich heute wiederkam, hatte ich die berüchtigte Meldung, Batterieladung unmöglich. Eben und auch Tempomat und Limiter funktionieren nicht. Ich habe jetzt mal die Batterie abgeklemmt. Übrigens, bis das Auto einschläft, bleibt da trotzdem Saft drauf, wahrscheinlich von der Hochvoltbatterie, ich weiß es auch nicht. Ich schließe sie jetzt wieder an, aber für mich sieht das schwer nach einem defekten Lader aus. Und der wird mich wohl mehr kosten, als mir das Auto eigentlich noch wert ist, aber mir bleibt ja gar nicht viel anderes übrig mit dem Batterie-Mietvertrag. Ich habe euch doch schon erzählt, dass ich nie eine Rechnung, also nie bezahlt habe für die Batterie. Das ist jetzt auch vorbei. Diese Woche wurden mir plötzlich knapp 1600 Euro abgebucht vom Konto. So viel war auf dem gar nicht drauf. Und da ging es schön ins Minus. Normalerweise buchen sie doch gar nicht ab, wenn zu wenig drauf ist, aber in diesem Fall jetzt doch. Also ja, jetzt Batteriemiete für fast 2 Jahre auf einmal abgebucht worden. Ja. Ich muss mal schauen, ich möchte das Auto eigentlich am liebsten loswerden. Aber das wird dann auch gar nicht so einfach werden, habe ich das Gefühl. Also ich hänge jetzt mal die Batterie wieder an und dann schauen wir mal. So, Batterie ist wieder angeklemmt. Jetzt schauen wir doch mal. Nee. Fehler ist schon wieder da. Oh, wie toll. Ich kann ja froh sein, ist der Fehler jetzt erst gekommen, nachdem das Auto voll war, aber... Ja, gut, ich versuch's dann später nochmal mit Aufladen. Aber meine Entzündung ist eben auch wieder schlimmer geworden. Ich sollte mich eigentlich gar nicht so viel auf den Beinen sein. Und was meint ihr jetzt? Kriegt man seinen Lader eigentlich auch gebraucht? Oder hat den schon mal jemand repariert oder reparieren lassen? Wobei hier in Spanien kann ich das sowieso vergessen, aber ich denke einfach nicht, dass man das Teil komplett neu braucht. Aber naja. Gut. Ich denke, für heute lasse ich es mal dabei. Frustrierend. Tschüss.